Messehalle und das Kongresshaus müssen saniert werden. Sie haben eine neue Location gesucht. Für das haben sie nachher unsere Markthalle bekommen, an der Hardbrook. Auf das haben wir natürlich für unsere Events eine neue Event-Location gesucht und haben sie hier in der Halle 622 gefunden. Wir haben gewusst, dass wir nur knapp 4-5 Monate Zeit haben werden zum Umbauen. Das war für uns mit ein Grund, warum wir nicht ein klassisches GU-Bauunternehmen gesucht haben, sondern wir haben Standbauer gesucht, jemanden, der in dieser Flexibilität, Geschwindigkeit erfahren ist. Ja, speziell an dem Projekt war, dass wir normalerweise temporär bauen. Und hier bauen wir auch temporär für 4 Jahre. Allerdings 4 Jahre bedeutet, wir haben alle Auflagen, die ein permanentes Bauwerk braucht, müssen erfüllen. Das architektonische Konzept von der Halle 622 sind eigentlich in zwei Teile aufgeteilt. Auf der einen Seite ist die Industriehaptik, die Industrieschick weiterhin zeigen, die wir in unserem Foyer machen. In der Haupthalle haben wir ein Box-in-the-Box-Konzept entwickelt mit den Planern und den Architekten. Eine Holzbox, die wir in die alte Industriehülle hineinstellen, so ein Designobjekt haben. Wir haben eine akustische und energetische Trennung, und wir erfüllen die Auflagen. Speziell an unserem Konzept ist sicherlich das, dass hier in dieser Venue die Bedürfnisse des Kunden sich nicht anpassen müssen, sondern dass die Venue-Technik, die wir hier installiert haben, sich dem Kunden anpassen. Es ist die Multifunktionalität unserer Halle. Man kann sie unterteilen in verschiedene Grössen. Man kann sie für alle Arten von Events brauchen. Die grosse technische Flexibilität, die man hier bieten kann, drückt sich aus in der bedürfnisorientierten Beratung. Beispielsweise, wenn man nicht alle Lampen braucht, kann man nur Teile daraus herausnehmen. Eine grosse Hürde war sicher von der Technik her, dass man bei den Traversen eine Flexibilität anbringt, um die ganz schnell auszubauen. Die grössten Challenges waren sicher die, dass wir mit dieser ehemaligen Industriehalle die Büchse von der Badora aufgemacht haben. Wir haben sehr viele Leichen im Keller gefunden. Wir haben herausgefunden, dass es seit Jahren kein Wasser mehr dort hat. Wir haben herausgefunden, dass es überall hineinregnet. Wir haben halt einfach sehr viele unvorhergesehene Probleme täglich herausgefunden, wo wir täglich eine Lösung finden mussten. Ich bin auf das ganze Projekt sehr stolz, vor allem auch auf die es umgesetzt haben. Aber mega beeindruckt hat mich die Bar, die auch unser Planer oder das GU Expo Mobilia entworfen hat. Und am meisten stolz bin ich beim ersten Konzert, das letzte Woche über die Bühne ist, wo alles funktioniert hat, glückliche Gesichter hier in die Halle kommen, ein lässiges Konzert erleben und glücklich auch wieder heimgehen. Und das ist dann wie eigentlich der schönste Lohn, den man haben kann.